Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Einen wunderschönen guten Tag, hört sich irgendwie ein bisschen bescheuert an. Willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir sind wieder mit den Skaven am Start, den Ratten-Dudes. Und wir haben eine Frontline dabei aus Seuchenmönchen und Clan-Ratten. Ich liebe die Clan-Ratten. Sind so eine geile Einheit, die Clan-Ratten. Seuchenmönche sind dafür da, ja, leicht gepanzerte Ziele zu vernichten. Mal schauen, was es sein wird. Bei den Vampiren weiß man es ja nie so genau. Dann haben wir noch eine Menge Speere dabei, obwohl wir gar nicht so viel zum Beschützen haben. Zwei Sklaven mit Speeren und zwei normale Clan-Ratten mit Speeren. Wir haben eine Einheit Giftwing-Krieger. Wir haben eine Höllengrubenbrut. Und wir haben ein Doomwheel. Das Doomwheel kann man das nicht verstecken? Ich dachte, das kann man verstecken. Naja. Trotzdem versteckt, weil die Wälder einfach so wahnsinnig dicht sind hier auf der Map. Hab ich diese... Ja, ist an. Okay. Gut. Dann haben wir noch zwei von diesen fiesen Einheiten. Die sind so fies und gemein. Das ist echt teilweise ein bisschen ätzend, gegen die zu spielen hier. Diese Gossenläufer mit Gift. Wir haben einen Warlock-Techniker dabei. Ich glaube, ich habe seine Rüstung vergessen. Ja, scheiße. Schade, ich habe seine Rüstung vergessen. Die Warpstein-Rüstung. Ja, aber er hat nur diesen Netzzauber eben dabei. Wir machen nur kurz die Gruppen. Unser Gegner ist fertig. Sehr schön. Unsere Speere lassen wir mal ohne Gruppe. Das mache ich irgendwie immer ganz gern. Ups. Nein. Egal. Passt schon so. Okay, passt schon so. Let's go. Ja, weil ich habe mir schon gedacht, dass er einen fliegenden Squad dabei hat. Er wird wahrscheinlich jetzt im Wald sein. Ich bin ja mal kurz scouten. Und richten unsere Armee mal schon mal so aus. Und jetzt kriegt er hier schon mal ein bisschen Feuer ab. Wir dürfen auf gar keinen Fall fangen lassen. Hat er was in unserem Rücken? Ich glaube nicht. Okay. Jetzt sehe ich noch nichts. Wir müssen aufpassen, dass wir das Doomwheel nicht verlieren. Jetzt gehen wir mal hier ein Stück weg. Wo ist eine Armee? Wir könnten jetzt theoretisch auch schon mal... Okay. Aha. Okay, er kommt jetzt hier rein, aber wir können ihn netzen. Und ihn mit unseren Fernkämpfern schon mal angreifen. Mit den Giftwindkriegern. Ja, genau, mit den Giftwindkriegern. Das ist ja immer gut. Die Höllengrubenbrut kommt auch mal mit vor, falls er landen will. Und eine Einheit Speere auch. Wir können schon mal mit den Seuchenmönchen hier die Zombies plätten. Ja, da optimal dafür geeignet. So. Ich weiß nicht, wo seine Armee ist. Bisschen strange. Wollte er jetzt wohl plänkeln oder was? Check ich nicht ganz. Ja, die Situation mit den... Oh oh. Weg, 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 weg. Weg. Scheiße. Oh, aber er ist ein bisschen daneben gegangen. Er hatte hier gerade einen Giftwind gecastet. Teilen mal unsere Truppen so ein bisschen auf. Echt gern wissen, wo er jetzt ist. Jo, komm ruhig her. Komm ruhig her. Und hier nochmal netzen. Giftwindkrieger, was macht ihr denn? Ihr Honks. Ihr sollt auf den General feuern. Nicht auf da irgendwelche komischen Truppen. Ja. Los. Wenn da, ja. Weiß nicht, irgendwie heilt er sich ziemlich effektiv hoch. Er hat noch kaum Schaden genommen. Aber das Schöne an den Giftwindkrieger, an den Gossenläufern ist, dass die Zombies da relativ wenig gegen die machen können. Wir haben schon bald keine Munition mehr. Das ist ein bisschen ätzend.
Die Giftwinkelige haben allerdings noch ein bisschen was. Bitte einmal jetzt. Er heilt sich hier so massiv hoch. Oder mache ich tatsächlich so wenig Schaden an ihm? Ist er gelandet? Nee, ne? Nee, ist nicht gelandet. Ja, also ich vermute mal, dass er sich schon ziemlich geheilt hat. Weil sonst wäre er wahrscheinlich schon ein bisschen schwächer. Ich habe keine Ahnung, wo seine Armee ist. Ich habe jetzt aber auch keinen Grund, jetzt ihn hier irgendwie zu suchen. Gerade eben, weil ich ihn ja gerade hier ganz gut beschädigen kann. Ja, und dann wird er wieder genetzt. Kein Problem. Ich könnte das Spielchen schon noch gerne weiterspielen, wenn er will. Ah, hier ist er jetzt. Okay, da kommt er jetzt also her. Da müssen wir jetzt schnell reagieren. Bumil kommt mit vor. Geht mal ein Stück weg. Die müssen hier eigentlich auch weg. Lord Skroll kommt mit rüber. Er ist gelandet. Sehr schön. Hier kommt man mit Ogern rein, mit diesen. Na, wie heißen sie? Weiß gerade nicht, diese Krypthorrors, genau. Höllengrubenbrut kümmert sich um die. Wo ist das Doomwheel? Wir müssen mit dem Doomwheel hier jetzt halt richtig was reißen. Und halt Verfluchte, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Aber er heilt sich da hoch, das ist ja Wahnsinn. Rolk, wo bist du? Rolk, wir könnten hier mal. Im Grunde genommen haben wir noch keine guten, so wirklich guten Blobs. Höllengrubenbrut kämpft hier gegen die Jungs, das passt. Wenn wir mit denen hier weiter aufs St. General feuern, kommen unsere Wappen zurück. Okay, jetzt haben wir hier, glaube ich, einen guten Blob. Aber das sind nur Zombies hier. Nee, schlecht. So, jetzt Angriff, Angriff, Angriff. Ah, verdammt. War jetzt nicht gut. Egal. Doch. Nein, er konnte abheben, verdammt. Wir bobben hier wie die Dummen, wie die Blöden gerade. Doomwheel kämpft hier hinten weiter, aber wir brauchen es jetzt mal hier oben, glaube ich. Wir beordern mal hier ein paar Sturm. Ey, ich blob wie ein Idiot. Außerdem habe ich die ganzen Items, die guten Items von Grolk vergessen. Und habe jetzt auch nichts mehr, mit dem ich seine. Ey, ich blob hier echt wie ein Idiot, ne? Echt krass. Wir brauchen hier mal mehr Ratten jetzt. Außerdem brauche ich irgendwas, womit ich seine Mordis Engine hier vernichten kann. Also seine Infanterie fällt halt schon so ein bisschen auseinander, ne? Das ist unser einziger Vorteil jetzt gerade. Aber unsere fliehen auch teilweise. Ja, was ist das hier für ein Blob? Das ist ein riesiger Blob. Das ist ja Wahnsinn. Müssen wir mit unserem Doomwheel jetzt echt was reißen. Ich meine, wir haben halt noch die Höllengrubenbrut. Das ist schon mal ganz nice. Ich habe halt auch noch die Seuche, aber ich habe noch keine so wirklich gute Methode gefunden oder Gelegenheit gerade gefunden, die einzusetzen. Unser Doomwheel macht allerdings richtig Ärger. So, Höllengrubenbrut, wo bist du? Du wolltest einen General töten. Hier unten brauchen wir noch mehr Ratten. Ah, wir haben keine Magie mehr gerade. So, Doomwheel hier hinter jetzt. Lord Skrolk. Brauchen hier oben mehr Ratten. Ja, wir hatten ein bisschen mehr Fernkampf, wäre noch nicht schlecht gewesen eigentlich. Umil ist hier gut aufgehoben, das ist sehr schön. Hier brauchen wir noch mehr Speere. Hier hinten kommen unsere Ratten wieder zurück. Und
Ja, das, diese Mortis Engine, die ist halt echt ein Problem jetzt. Mortis Engine. Die ist ein Problem. Sehr schön. Jetzt haben wir ihn genau da, wo wir ihn haben wollten eigentlich. Und jetzt können wir ihn hier schön mit dem Höllengrubenbrut angehen. Hier greifen wir mal in Überzahl an. Doomwheel, überall wo das Doomwheel ist, da gewinnt man eigentlich den Nahkampf sozusagen. Kann man sagen. Und wenn wir jetzt halt unseren den Lord Skroll, mit Lord Skroll noch diesen Zauber dabei hätten, den Spirit Leech Zauber, wenn wir den dabei gehabt hätten, dann wäre es jetzt, würde es jetzt schon besser aussehen für uns. Der Grubenbrut geht jetzt hier hoch, da wo der General landet. Dummel geht weg. Unsere Ratten kommen immer wieder zurück. So. Sehr schön. Lord Skrolk lebt noch. Der Assassine lebt auch noch. Die ist hier allerdings nicht so gut aufgehoben hier unten. Oh, oh, oh. Brauchen wir noch mehr Ratten? Hier. Jo, Lord Skrolk geht's gerade nicht so toll. Brauchen wir hier mehr Ratten. Höllengrubenbrut, die verfolgt einfach immer seinen General. Passt schon. Doomwheel bleibt auch hier. Lord Skrolk, der nimmt hier schon gut Schaden. Ja, er muss schon aufpassen. Überall. Wir können halt mit der Höllengrubenbrut hier gut seinen General platt machen. Okay. Ziemlich heftiger Kampf halt. Alter. Noch mehr Ratten. Wo ist Höllengrubenbrut? Nicht ihn. Doomwheel muss man ein bisschen Cycle chargen, glaube ich. Oh, und da geht er drauf. Ist er drauf gegangen? Yes. Sehr schön. Ich glaube, sein General ist gerade draufgegangen, kann das sein? Und jetzt müssen wir uns unbedingt um die Mortis Engine kümmern. Holy shit. Das ist jetzt wirklich Priorität Nummer 1. Assassine los. Ah, das geht nur auf Helden. Eigentlich kann alles auf die Mortis Engine gehen, auch der Lord Skroll. Und vor allem auch die Höllengrubenbrut, weil das ist die einzige Einheit, die wir haben, die gegen die gut ist. Los, mach sie platt, Mann. Bitte, Höllengrubenbrut. Doomwheel flieht, verdammt. Und es ist vernichtet worden, krass. Los, zurück in den Kampf, ihr feigen Ratten. Höllengrubenbrut, wie viele HP hatten die noch? 1200. Schaut gut aus. Yes, schaut gut aus. Oh, das war's für meinen Gegner. Das war so ein knappes Match. Leute. Alter. Das war jetzt wirklich hart. Okay, ich hab halt... Ja, war ja eigentlich klar, dass er hier ist. Das hätte ich mir auch denken können, dass er von da kommt. GG, Mann. Was? Die Abomination ist doch nicht zu stark. Ich würde sagen, die Doomwheels sind eher zu stark, aber... Weiß auch nicht. Wo hat er jetzt noch was? Au. Oh. Ups. Verfluchte, verdammt. Ich glaube nicht, dass er das noch trotzdem noch rausreißen kann. Okay, unsere Clan-Ratten, die machen den Frontangriff. Assassine kommt hier rum, Lord Skroll kommt auch mit rum.
Die Höllengrubenbrut kommt von der Seite rein. Los geht's, los geht's, los geht's. Lasst euch jetzt nicht einen nach dem anderen niedermachen. Höllengrubenbrut kommt von der Seite. Hier kommen wir von hinten. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt noch hinkriegen hier, das Match. Los. Zerstör sie. Höllengrubenbrut. Bitte. Der General ist halt schon tot. Mist, ist es schlecht, dass jetzt die Jungs hier fliehen. Und Lord Skroll darf halt nicht sterben. Boah, wenn der jetzt stirbt, dann wären wir verloren. Aber eigentlich seine Moral droppt schon ganz schön. Boah. Aber ich glaube nicht, dass er das noch gewinnt. Die Höllengrubenbrut. Einfach zu stark. Oh nein, Lord Skroll flieht. Verdammt. Aber die Assassine kämpft weiter, das ist sehr schön. Okay, geil, Mann. Cooles Match. Richtig geiles Match. Das wird mal gespeichert. Wow. Alter. Interessant, Mann. Echt interessant. Sehr kleine Armee. Ich meine, die Verfluchten sind schon echt gut, ne? Vielleicht sollte man... Ich meine, das Doomwheel... Das Doomwheel ist einfach so stark. Das ist so eine starke Einheit. Ich hätte mehr gegen die Verfluchten haben müssen, weil ich hatte im Grunde genommen nur das Doomwheel gegen die Verfluchten und sonst nichts. Aber dafür war es schon sehr geil und ich bin so froh, dass ich diese Höllengrubenbrut dabei hatte. Ich glaube eh, dass sie eine ganz gute Wahl gegen die Vampire ist. Ja, doch, die Höllengrubenbrut mit ihrer Regeneration und so weiter, das geht schon ab. Okay, Leute. Und es ist halt auch eine tankigeren Einheit in der Skaven, weil die einfach die einzige ist, die sich regeneriert. Sonst sind die Skaven eher so ein bisschen squishy oder naja, sind schon squishy, ja. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. War ein echt interessantes Match und krasse Aktion, dass er da von der rechten Flanke so gekommen ist. Aber ich Idiot, Mann, ich hatte ja den linken Wald komplett ausgescoutet und dann war es ja klar, dass er von rechts kommt. Ich hätte meine Armee längst ausrichten sollen, aber manchmal ist man einfach blöd. Und naja, okay, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an meinen Gegner Reptile King und wir sehen uns dann. Ciao.